Okay, ich habe auf Aufnahme gedrückt. Gott. Unterwelt, Renomees, Neville Brick, Mercury, Niagara. Hey, ich bin noch im Ladebildschirm. Also für die Fette Gables ist das ein Massaker, das sie da veranstalten. Ich segle einfach mal den Markt partiell hinterher. Also fahren wir in oder Linie. Was? Bin aber noch nicht drin. Oder machen wir das wie beim letzten Mal, Linie durch und dann durcheinander. Das böte sich an, ja. Dann müsste zumindest ein oder zwei Schiffe schon absaufen. La 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 la. Du musst halt welche raussuchen und die erst nehmen, oder? Marc sagt doch, wie der ist der, der ist der Linienführer. Oh, das hört sich im Deutschen beschissen an. Head of the Line, oder wie es das nennen willst, Kopf der Linie. Der erste unter Gleichgestellten. Er ist der Führer. Kommt nur nicht aus Österreich. Naja. Der Linienführer. Neko nach vorne. Da hat er einen Schnauzbart, der Neko. Darf er nach Deutschland einwandern? Zwischen den beiden Renomies da. Gott, sind wahrscheinlich ganz unten, oder? Ne, die sind in der Mitte. Mein Speed ist gerade nicht der beste. Ich komm nicht. Ich glaube, du müsstest vorfahren. Mhm. Behol dich auch gleich. Ja, tu das. Ich biege ein bisschen rüber. Immer ein bisschen. Im Außen links fange ich an mit dem. Na, also die anderen vier fahren halt eine Linie. Und danach lösen wir uns auf, würde ich sagen, wenn wir durch sind. Ihr seid Linie. Da komme ich ja nicht mal hin in die Linie. Ich war zu weit links. Jesus of Danny Smith. Eie Jagd für schwedisch regierte Dänen. Oh, jetzt kann ich es nicht hochladen wegen dir. Oder ich muss dann Piep reinsetzen an der Stelle. Mist, der hat mich durchschaut. Tu's einfach rein. Machen Sie mal eine deutsche Hebefigur. Nein, nicht solch eine. Deutschen Tanzstudio. Ich nehme an, du schießt auf die Renommees, Mark, oder? Wenn sie dir nicht gerade im Bugsprit wegfahren. Nein, das heißt deutsche Armübung. Er möchte zwischendurch fahren. Brech ihm das vorne ab. Oh, Abstand. Ich brenne. Oh, ich hab Rolling Backfire Modus. Oh. Da wollen beide irgendwie durch. Merkst du das? Schön auf Steuerbord. Jo. Oh, die machen ja voll die Front bei dir. Drei Stück an mir. Ja, das wird eng. Ich hab erst mal. Ich hab hier so einen Piratenstern. Vielleicht kann ich auch ein bisschen mithelfen. Konnte schießen, konnte ich auch nicht. Ja, ja, drehen wir ihn um. Na, ich dreh mal scharf nach Steuerbord. Was macht ihr da? Gruppenkuscheln? Nein, alle drei wollten irgendwas von mir. Ist das eine Rammelorgie oder was? So aus, ja. Macht ihr auf die Marie Falkland? Den Rammelhof oder wie? Ja, ich weiß nicht, es kamen drei von diesen kleinen Scheißerchen an und haben sich dann irgendwie vor mir verkeilt, also. Und Neko hat jetzt auch einen vor sich kleben. Der will da durch, schieß ihn dann rein. Kacke, der Bug ist aus dem. Kann ich schießen. Dann schnappe ich mir die eine Renommee. Dumme ist, ich kann nicht, konnte die eine Seite gerade nicht benutzen, weil Neko nämlich. Ja, ich habe auch voll reingeballert. Ich hab dir sicher auch eine voll reingeschossen. Das war doch egal, so viel Damage machen wir nicht.
Ja, dann frag mal die Renomeo, was die davon hält. Land of Pain. Auf jeden Fall, irgendeiner von den Kleinen hat schon sein Bugspreet eingegeben. Schon 28 Mann auf Survival, das ist beunruhigend. Du? Ja. Alter. Ah, der will was von mir. Na gut. Ich begrüße ihn mal. Komm zu Daddy. Ah, ich sehe nur Karate Karl, aber ich sehe nicht, in welchen Kurs er steuert. Ups. Dann. Links. Naja, von mir aus gesehen, Backboard. Komm vorbei. Ja, ja, ich hab noch zurückgeschwenkt auf meinen Backboard-Kurs. Ach so. Ja. Muss nämlich ja nicht erst durch den Wind gehen. Ich kann also nicht durch. Soll ja nicht so enden wie zwei Fußgänger auf der Straße, ne? Beide wollen sie zur gleichen Seite ausbrechen. Gib mich mal so zwischen diesen komischen kleinen Scheißer da und deinem Heck. Was soll, die Kleinen wollen richtig Spaß haben. Der klebt so richtig an meiner Seite und will nicht weg. Habt ihr mir jetzt 7 Lecks geschossen? Ah, zu schnell, komm nicht mal ran. Irgendeiner schießt auf mich, gibt's doch gar nicht. Ja, ich beschwer dich wohl. Wo sind die zweite Renommee eigentlich? Die dümpelt da hinten irgendwo rum und hat einen Schock oder so gehabt. Ich hab ja 7 Lecks verpasst. Ich sehe da nur die Indifferent-Cables im Weg rumstehen und so ganz kleine Schiffe. Ah, da hinten ist sie. Da hinten da schon wieder.
Okay, ich muss gegen den Wind ansegeln. Sag mal, ich brenne schon wieder. Was ist denn das denn? Das zweite Mal brenne ich schon. The Open Magazine? Ah, hab ich dran. Ja. Hab ich als erstes genommen. Ja, dann nicht wundern, dass du brennst. Wieso? Weil Open Magazine so und so viel Prozent mehr Feuergefahr verursacht. Ah, das ist ja toll. Muss man wissen. So wie extra Hemmox minus 10% Crew-Moral gibt. Oh, was habe ich da am Plus vor? Warum gibt's das überhaupt? Schneller das nachladen. Open Magazine? Schneller nachladen. Nachladen, schneller nachladen, ja. Also wenn du normales Mannschaftslevel hast, ist das ungefährlich. Die kriegen das Feuer schnell in den Griff, weißt du? Nur, darf sie halt nicht wundern, dass man öfters brennt. Gott, da kommt ein Feuerschiff auf mich zu, das ist Karate Karl. Ja, wenn ich schon in die Luft gehe, dann muss ich auch noch ein paar mitnehmen. Genau. Da müsstest du aber das erstmal ausschalten, dass es größer brennt und mehr, und dann hast du keine Chance mehr. Ja. Er schreit dann Bonsai oder so. Irgend sowas in dem Dreh, ja. Können wir hinten am Heck rumnagen? Nee. No whisper target, no whisper target found. Ich habe ein ganz schön großes Team hier. Haben wir das da abgesoffen? Wieso sehe ich den noch? Oder ist das der da hinten? Das große Schiff auf 3 Uhr von dir, Karl, das bin ich. Das macht nichts. Ja, nicht draufschießen dann. Das macht nichts, hauptsache Luke ist gut. Luke ist gut. Grün oder rot, alles sind Feinde. Warte, ich hab gerade so einen, den ich jetzt... nicht durchfahren. Was? Ich schieße nämlich. Warte, ich hab gerade so schön... Scheiße! Bis da habe ich doch alles weggeschossen. Wieso schlagen bei mir die Kanonenkugeln ein, Jungs? Reload Shock. Ich bin erschüttert über eure Zielgenauigkeit. Rein ist die ganze Serie reingegangen. Die habe ich die ganze Breitseite verpasst. Ich wollte einfach weniger rum ausgeben. Ich glaube, der Kapitän sollte nüchterner sein. Den musst du auf Wasser und Brot setzen. Inne den anderen, ich hab den da schon im Griff. Betko? Bin ich jetzt hier falsch? Jupp, du musst dich umdrehen, hinter dir ist einer. Das glaube ich nicht, da traut sich ja was. Na warte, gleich bin ich soweit. Wer ist denn das? Jack? Hi Jack! Ja? Ich hoffe du drehst. Ja, ich dreh. Ich verfolge da so eine absaufende Navy Brig. So, das eine Schiff, was da abgesoffen ist? Nee, ist noch keins abgesoffen. Ist noch, doch, da ist ein eins ist abgesoffen. Die Renommee ist schon versenkt, mein Lieber. Die Renommee habe ich schon versenkt. Ja, und Neko hat einen Kill gekriegt. Ha. Hat er nicht gelesen, Sweet Neko Senk. Ja, da habe ich gelesen. Ja. Ein Assistent bin ich auch schon. Was, schon wieder? Du bist immer am Jaulen, dass du ja keinen Schaden machst oder so, weißt du? Er ist halt der Abstauber der Nation. Er ist der größte Killer, den wir haben im Clan. Wir können nur einen Assist abstauben. Best Cook, next. Ich habe auch schon Kill, junger Mann. Ja, aber Neko hat 2, ne? Ja, aber ich habe eine Renommee versenkt und er hier so Kinderschiffe halt eben. Ach so. Macht nichts, 2 Kinderschiffe wiegen ja wohl eine Renommee auf, ne? Würde ich mal so das sagen. Ist so wie wenn du einen 5-Jährigen vor dir hast und die Hand ausstreckst und seinen Kopf festhält. Der kann dich auch nicht hauen. Der kann so viel rumfuchteln, wie er will. Ja, mach den armen Neko noch runter. Ich versuche ihn aufzubauen. Ja, dass er mehr Selbstvertrauen schafft. Du bist ein Software-Tester. Ich kann nur runter machen. Immer diese Ausreden, ja.
Software-Tester. Ist nicht in meiner Natur. Einstellungskriterium, ja? Dass der Nico der größte Schiffeversenker von uns allen ist, das weiß doch jeder, bis auf Nico vielleicht. In jeder Flottenmission, die wir spielen, hat er immer die meisten oder die zweitmeisten Kills, also. Ja. Und hast du den noch plündern können, da deinen Versenken? Naja, ja, 28 rum, ich hab endlich wieder rum. Ich kann rumflippen. Aber surf dich nicht gleich. Weg. Wenn ich wollte, könnte ich jetzt runtergehen in die Bilge und die Rumfässer aufmachen und was trinken. Mach doch. Du schießt auf mich. Nö. Nicht schießt auf dich. Nur die Feinde. Aber gnadenlos zu kurz geschossen, aber sowas von. Nimm mal die zweite Renommee, Jungs. Boah, da ist eine schöne Indefatigable, da könnte ich jetzt eine ordentliche Breitseite verpassen. Ja. Aber leider ist ob die grün. Grün oder rot, alles Feinde. Aber leider ist sie grün. Die grün. Oh, ich hab einen Kill. Wie kriegt der's? Damit hab ich aber noch. Ui, das hat weh getan. Was Hendrik Olis wie Neko? War noch 3 zur gleichen Zeit. Neko hat schon wieder einen Kill mehr. Er ist halt der größte. Zum Glück macht der Neko ja kein PvP, sonst würden ja die Piraten. Oh, oh. Oh, da würden wir überhaupt keine Punkte sehen, nur wenn er. Wenn das Moskalb sehen würde, der würde sich vor Angst in die Hose kacken. Der würde Albträume haben. Der würde sich gar nicht trauen, mehr den Augen zuzumachen. Also hier komme ich nicht runter. Dann mich nochmal. So, Jonas Villaronde. Wer kommt denn da an, der Hendrik? Boah, so ein brutaler Kerl. Ja, was macht denn der? Oh, der hat das Schiff einfach umgedreht. So dass er das plündern kann, wenn's absäuft, was es auch gerade tut. Naja. Versuche ich hin und wieder auch mal. Klappt nicht immer. Der doch tatsächlich an meine Panzerung an. Majestätsbeleidigung. Oh, noch ein Assist. Ja, der Nico führt mit 3 Kills und 2 Assists. Der staubt hier richtig ab. Ich bin dafür, dass wir ihn das nächste Mal zu Hause lassen. Ja, nächstes Mal führt er die Linie an, also. Ja, oder das? Doch. Wird der österreichische Linienführer sozusagen. Das R noch ein bisschen mehr rollen und dann können wir alle Vorteile bedienen. Okay. Aber Armbinde trage ich nicht. Nein. Nur von der Apfelfront. Das können wir doch nicht sehen. Das ist doch egal. Ich muss halt ein bisschen üben und dir das deutsche Kochstudio angucken oder Cordoba oder das deutsche Tanzstudio. Kochstudio.
Kennen Sie das nicht? Nein. Habt ihr in Österreich keinen Fernseher oder was? Doch. Boah, kein deutsches Fernsehen. Das ist österreichisches Fernsehen. Wie heißen der Strattmann und irgendwas? Achtung, Achtung. Ich weiß was, ich sehe dich. Steh. Okay. Achtung, und was war drin in dem Wrack? Mark? 10 Hörepferd oder so. Boah, der scheint dich zu lieben. Er hat sich noch bedankt, dass er versenkt wurde. Der war aber glücklich. Wie war das bei Brian? Er hat dich angespuckt. Boah, der ist aber ein bisschen hart gepanzert hier, die Navy Brick. Was soll denn das? Ach Quatsch. Och! Hey Alter, ich schwör! Ja, doch richtig. Böller Pirat, ich mach dich Messer. Ach Kacke, Mann. Manchmal kotzt mich die Zielgenauigkeit von Medium-Kanonen richtig an. Oh ja. Der hat eine Schwere. Wie war das? Ah, der Mark kennt das, wo sie Madame, der gnadenlose SAS, wo sie Madame Tussauds überfallen. Und dann die Ausbeute. Hier ging der Spruch zum Schluss, Mark. Ah, der ist beschäftigt. Kennt einer von euch den Film Zu spät die Bombe fliegt? Ja. Karate Karl hat einen verwendet. Krass. Ja. Wenigstens, komm mal nicht rein, deine Blödmann. Wenigstens ist hier, geht hier keiner ohne eigenen Kill raus. Ob ich diese Drehung gegen Mark schaffe? Ja, wie jetzt hier? Eine Welle und alle gehen sie ins Wasser? Ey, ich halt's nicht aus. Doch nicht warten. Die Löcher, mein Frontsegel, Jungs, die müsst ihr mir zahlen, also. Die hat einer von euch reingeschossen. Also, ich hatte nur Wattebäuschen drin. Kann es ja nicht gewesen sein. Ja, zum Glück verwendet ihr Spatzenflak und nicht richtige. So, jetzt hat der Neko schon 4 Kills, ja? Ach, diese Mördermaschine. So sind halt die Österreicher. Hinterlistig. Also, wenn du demnächst nicht die Linie führst, ne? Ja, der Karl hat den gelootet. Ich versuche ranzukommen. Oh. Ich dreh. Ja, ich dreh? Ja. Bist aber sehr schnell. Gegenwehr schiebt sich da von meinen Opfern. Ja, ich weiß. Auf der anderen Seite kann man nicht zu lange warten, da gibt's nichts mehr. Fährt man ein bisschen zu schnell raus, Sport rüber. Meine Leiche ist noch dreimal im Kreis gefahren, bevor ich sie looten hätte können. Und jetzt muss ich nochmal hinterher düsen. Da gibt's so einen Notanker, ne? Den man schmeißen kann. Ja? Alt F5 soll helfen. Dachte, das wäre der Gottmode gewesen, alte 5. Nee, das haben sie geändert. Das war cool bei World of Tanks, hast du mir geschrieben, was war das, glaub F4 oder so, war doch Help. Hast du mir geschrieben, F4 ist Gottmode, dann hast du mir Help gesehen. Oder war es F5 oder F1, ich weiß es nicht mehr. Komm ja, Maden, ladet schneller. Was machen die so lange? Na, der fliegt auch schon. Rein da. Das hat sich ja voll gelohnt. Ich hab gelohnt. Den Kill gekriegt, jawohl. Das war der letzte. Oh Mann. Er brät da voll rein und ich krieg den Kill. Super. Dafür krieg ich noch 19 rum.
Ja, ja, lauf du ruhig die Hucke voll, ich geb dir einen aus. Hier, der Neko, 4 Kills, 3 Assists, die volle Mördermaschine. Ja. Oh, wir zwei sind gleich.